Hallihallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute habe ich euch einen modernen Horrorklassiker, möchte ich fast sagen, aus dem Hause Cape Light Pictures mitgebracht, der jetzt am kommenden Freitag, den 8. Dezember 2023, im Vertrieb der Alive AG auf den Markt gebracht wird, und zwar zeitgleich einmal als Blu-ray in der Keepcase-Version, dann als 4K Ultra HD und Blu-ray Kombipaket im Steelbook und gleichzeitig auch hier im von mir favorisierten 4K Ultra HD und Blu-ray Kombi Media Book. Und dabei handelt es sich um den Film Talk to Me von Danny und Michael Filippo. Ich hoffe, ich spreche die Namen richtig aus. Wenn nicht, man möge es mir bitte verzeihen. Auf jeden Fall, die beiden haben diesen Film gedreht. Ich habe schon wieder einen Frosch im Hals. Ist das nicht furchtbar? Aber ansonsten geht es mir gut. Also jetzt keine Sorge. Ja, geht ja auf Weihnachten zu. Da kann der Papa krank werden. Ja, dieses Mediabook beinhaltet halt den Film Talk to Me. Das ist ein neuer Horrorfilm, der im Kino ordentlich Furore gemacht hat und jetzt halt auf Blu-ray und 4K Ultra HD Disc veröffentlicht wird. Und wir packen jetzt mal das Mediabook aus und schauen uns das mal an. Die Review zu diesem Film, die schreibe ich euch natürlich auch. Und wenn alles gut geht, kriegt ihr die zeitgleich. Das heißt, wenn ihr dieses Video seht, dann findet ihr unten auf jeden Fall in der Infobox schon einen Link. Und mit diesem Link, da kommt ihr dann zu meiner Rezension. Und falls ihr nur die Übersichtsseite seht, dann ist die Rezension noch nicht fertig. Aber ich gebe mir alle Mühe, dass das zeitlich klappt. So, jetzt schauen wir uns zuerst einmal die C-Card an, die da drumherum gelegt ist. Da haben wir auf der Innenseite wie immer das Regal mit den Cape Light Schätzen und bereits einen Hinweis auf kommende Attraktionen. In diesem Fall ist das Dogman, der ist ab dem 22. Februar 2024 erhältlich. Da sehen wir also schon, was demnächst auf uns zukommt. Auf der Rückseite haben wir einmal hier ein etwas unscharfes Bild einer Dame. Ich nehme an, dass es eine Dame ist, die offensichtlich irgendwas ganz Blödes sieht und deswegen die Kamera verwackelt hat. Und dann haben wir hier noch eine Inhaltsangabe. Dann hier Freddy Krüger bei Wish bestellt. Ich weiß es nicht. Ich kenne den Film noch nicht. Also, na, kennen ja, aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Aber das hier schaut doch schon sehr nach Freddy Krüger aus. Und dann haben wir hier nochmal weitere Bilder aus dem Film. Dann haben wir hier die Extras aufgeführt und hier haben wir dann nochmal die Credits und hier unten haben wir die Produktspezifikationen von Blu-ray und Ultra HD Disc. Dann haben wir hier nochmal die Begründung, warum der Film ab 16 ist, wegen Gewalt, Selbstbeschädigung und Verletzung. Auch hier tun sich wieder Leute weh. Ist es nicht herrlich? Wunderbar. So, vorne haben wir dann draufstehen, hier haben wir hier HDR, HDR10 und Dolby Vision. Der freigegeben ist der Film ab 16 Jahren. Unten steht nochmal Talk to Me drauf, oben auch nochmal. Und hier sehen wir, es handelt sich um ein 4K Ultra HD Blu-ray Doppelpaket. So, so viel zur C-Card und jetzt gucken wir uns das an, was uns wirklich interessiert, das Mediabook. Das ist schön matt gehalten. Dann haben wir hier einmal die Affenpfote. Affen, Unsinn. Das ist natürlich die Hand eines Toten. Aber die Idee, also als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich direkt an die berühmte Twilight Zone Folge mit der Affenpfote, die Wünsche erfüllt. Hier ist es wohl ein bisschen anders. Wenn man die Hand des Toten hält, dann kann man irgendwie mit Toten kommunizieren oder irgendwie, ich weiß es nicht. Und sie zieht aber irgendwen in ihren Bann und ja, wir werden sehen, ob sich der Film lohnt oder wie so viele andere aktuelle Filme nicht. So, hier, das sieht ein bisschen aus, als wenn hier die Farbe abgeplatzt wäre, ist aber nicht so. Hier kommt nämlich der Arm hoch. Das kann man nicht so richtig sehen, aber wenn man es in der Hand hat, sieht man es. Auf dem Spine steht nochmal der Filmtitel drauf, schön groß. Da kann man sogar lesen, wenn man keine Brille trägt. Hier oben der Hinweis Blu-ray Disc, hier unten der Hinweis Ultra HD Disc und auf der Rückseite brennt eine Kerze für den ehemaligen Besitzer der Hand. So, dann schlagen wir das Ganze mal auf. Ja, und leider hatte Cape Light ja in der Vergangenheit, wie einige andere Publisher auch, muss man einfach mal fairerweise dazu sagen, ein bisschen Probleme mit der sauberen Verarbeitung. Und hier macht es auf den ersten Blick auch wieder den Eindruck, als wäre das nicht so 100%, ja, auf jeden Fall schon mal besser als bei vielen anderen vorher. Wir schauen uns das gleich mal im Detail an. So, vorne haben wir jedenfalls die 4K Ultra HD Disc drin liegen. Die schaut so aus.
Und hinten haben wir die Blu-ray-Disc drin liegen. Die schaut so aus. So, und wie immer bei Cape Light sind die Discs so gestaltet, dass sie in den farbig bedruckten Innendruck, farbig bedruckter Innendruck, das doppelt kommt mal bitte, ihr wisst schon, was ich meine, ne? Auf jeden Fall auf den farbigen Innendruck. Es nimmt sich halt, dass sie, wenn drin liegt, dass es so aussieht, als wäre sie nicht drin. So, das ist jetzt hier nicht so wahnsinnig kompliziert, weil wir haben hier hinten einen grauen Hintergrund und vorne einen schwarzen. Also ich sehe gerade, hier geht noch so ein bisschen von der Jacke oder dem Bademantel dieser Grinsekatze hier rein. Das ist hier nicht der Fall. Das heißt, man hat hier also schon mal gespart und gedacht, naja, Hintergrund ist schwarz, machst die Disc auch schwarz, passt. Fällt den Leuten nicht auf. Ich persönlich finde es jetzt auch gar nicht so wahnsinnig schlimm, aber erwähnen wollte ich es trotzdem. Genau wie ich auch erwähnen möchte, dass hier der Plastiktray wieder auf einen Pappdeckel geklebt ist, der hier ins Mediabook reingearbeitet wird. Also der Tray befindet sich nicht direkt im Mediabook, sondern auf einem Pappdeckel, der dann wiederum im Mediabook ist. So, und hier sehen wir auch schon, hier platzt schon die Farbe ab, da wo die, ihr seht das hier, ja, da platzt die Farbe ab. Aber gut, das bleibt nicht aus, das ist so, ne? Wenn hier Klammern sind, da ist ein bisschen Bewegung und schon hat man ein bisschen Farbabplatzung. Finde ich persönlich nicht so wahnsinnig dramatisch, aber erwähnen wollte ich es trotzdem. So, das Papier von Cape Light ist eins meiner Lieblingspapiere. Es ist schön griffig. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen dünner geworden. Aber das ist jetzt, vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Und ich finde schön, dass das so matt ist, dass das also nicht glänzt. Das heißt, ich kann jetzt hier auch mit vollen Scheinwerfern draufhauen und trotzdem spiegelt nichts herrlich. Ja, das macht mir die Arbeit natürlich deutlich leichter. Aber hier sehen wir leider auch schon bei diesem Gruppenbild, das ich persönlich für total überflüssig halte, weil es halt ein Stillbild aus dem Film ist. Hier sehen wir auch schon, ja, hier kommt die Rückseite von dieser Seite mit rein. Das heißt, es wurde wieder nicht sauber gearbeitet, nicht so stark. Doch, hier, guckt euch das an. Ihr seht das, ne? Ihr seht das auch. Hier kommt quasi die Rückseite von dem Blatt, also das ist ja hier umgeschlagen, die kommt hier schon durch. Das bedeutet, dass spätestens, wenn wir auf der Gegenseite von der Seite hier sind, hier hinten, dass da dann, ja, wir werden es gleich sehen, aber genau das hier meine ich. So, vom YouTube-Video zum Spielfilm oder von YouTube-Videos zum Spielfilm, hier nochmal eine doppelseitige, ja toll. Ist ein Bilderbuch, ja, Cape Light macht Bilderbücher. Ja, es war halt ein YouTube-Film, ein Kurzfilm, der dann zu einem Spielfilm umgearbeitet wurde. Das hat man ja schon ganz oft gemacht. Zuletzt auch wenig erfolgreich mit Lights Out, wo ich den Kurzfilm wirklich großartig finde, hat mir wirklich Angst gemacht. Aber der Langfilm, ja, der hat mich eigentlich nur gelangweilt. So, jetzt sind wir in der Mitte angelangt. Da sehen wir die drei Tackerklammern und hier auch wunderbar. Hier platzt überall die Farbe ab. Das sieht aus wie eingerissen. Ja, ich meine, gut, es bleibt nicht aus. Trotzdem ist das, wenn man es das erste Mal öffnet und hat ein ganz neues Produkt in der Hand und hat dann sowas, wenn man das jetzt schon 10, 20, 30 Mal durchgeblättert hat, okay. Aber direkt beim ersten Mal finde ich sowas hier nicht wirklich schön. Und hier noch einmal, und das hier meinte ich auch, jetzt haben wir hier ein doppelseitiges Bild aus dem Film und hier sehen wir auch, das ist die Rückseite, die vorne eben durchgeschienen ist. Hier ist dann halt nicht sauber verarbeitet und der Übergang, der wirkt abgeschnitten, weil er abgeschnitten ist. Sehr schön kann man das hier sehen, das geht halt nicht richtig rüber, ist nicht gut verarbeitet. Also ja, es ist eine Kleinigkeit, ja, aber das muss doch machbar sein. Und hier, wenn wir jetzt an der Stelle sind, da können wir auch wunderbar sehen, wie sich hier die Seite wellt. Ja, das ist genau das. Es müsste eigentlich gerade sein. Ist nicht der Fall, weil es nicht hundertprozentig sauber verarbeitet wurde. Ich weiß, das sind Maschinen, die das machen, aber trotzdem ist das halt, ja, das, es ist Bruchteile von Millimetern, die hier, aber es ist halt etwas, wo ich sagte, da bin ich ein bisschen pingelig. So, hier haben wir nochmal Freddy Krüger. Oh, das ist doch Freddy Krüger hier. Guckt euch den doch mal an, den Burschen hier. Oder die Frau, vielleicht ist es eine Frau, ich weiß es ja nicht. Man kann das ja in dem Stadium kaum noch sehen. Ja, und jetzt gehen wir nochmal weiter und hier haben wir, jetzt weiß ich nicht, das hier könnte tatsächlich ein Behind-the-Scenes-Bild sein. Also das hier, ich habe den Film ja wie gesagt noch nicht gesehen, könnte ein Bild von hinter den Kulissen sein. Es könnte auch ein Bild aus dem Film sein. Ich weiß es nicht, aber hier Statement der Regisseure weist schon ein bisschen drauf hin. So, und jetzt haben wir hier nochmal. So,
Dann sind wir jetzt auch schon durch. 24-seitiges Booklet. Und wenn wir jetzt einfach aus Interesse mal zählen, von wie, auf wie vielen Seiten von diesen 24 Bilder aus dem Film draus sind, die also keinerlei Mehrwert bieten, zumal ihr seht das hier, die sind hier hinten nochmal drauf. Ja, also hier, das, ja, also eine Seite, wir machen das einfach mal. Zwei Seiten. Ich weiß es nicht, deswegen lasse ich das mal weg. Auf jeden Fall 3, 4, und das ist auch hier hinten, ja, das ist dieses Bild. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 und 16. Wir haben von 24 Seiten 16 Seiten mit Bildern aus dem Film. Wunderbar. Da muss man nicht so viel lesen. Ja, das war's. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Wie der Film ist, könnt ihr dann, wie gesagt, in meiner Review nachlesen. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Seid schlau, schaut blau. Und ja, wie immer, danke für die Aufmerksamkeit. Bleibt gesund. Ihr wisst, was zu tun ist. Daumen hoch, kommentieren, tralala. Ihr wisst ja, wie es läuft. Bis dahin, bleibt geil. Euer Michael Speyer.